Vor annähernd 25 Jahren haben Sie hier in Mössbach auf Ihrem Haflingerhof einen Pferdemarkt ins Leben gerufen. Können Sie sich noch an die Anfänge zurückerinnern? Ja, kann ich schon. Also das war eigentlich so 2-3 Jahre davor, haben wir wegen so Holzrück gemacht, da wegen Stemm gezogen und haben wegen so Zuleistungsschau gemacht. Und dann haben wir gedacht, naja gut, jetzt hat sich so entwickelt, das waren immer mehr Pferde, waren erst 20, dann waren es über 20. Da habe ich gedacht, wir können ja eigentlich am Pferdemarkt draus machen. Naja, dann habe ich halt so einige Händler angesprochen, da war damals ja noch mehr Händler zu geben im Landkreis Bamberg, ne? Schöbrunn, Rausenburg, Eberbach waren Händler, die gibt es ja heute nicht mehr. Dann hat sich halt das so entwickelt und da habe ich halt meine Pferde gekauft, die ersten Pferde, wie die Entstehung war, dann habe ich halt ja, gedacht, ich mache Pferdemarkt da. Da war natürlich auch der Pferdehändler Hager früher und so ist es eigentlich entstanden. Naja, gut, da haben wir draus gemacht und seit der Zeit, muss ich sagen, ist das eigentlich immer mehr geworden. Was hat sich denn im Lauf der vielen, vielen Jahre so verändert? Am Publikum, an Pferdeteilnehmern, an Ständen? Ja. Was haben Sie denn so beobachtet? Es hat sich auf jeden Fall auch die Stände verdoppelt. Verdoppelt auf jeden Fall. Es hat sich am Publikum vervierfacht. Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich immer den Muttertag genommen. Und der Muttertag war eigentlich ein Tag, wo eigentlich dann verschiedene sagen, das ist nicht richtig. Aber dann, ich sage wieder, na, da müssen wir den Mutterwing ausführen und dann hat sich das alles so ergeben. Und dann ist es immer mehr geworden. Also sich auf jeden Fall vom Publikum vervierfacht und von den Pferden vom Verkauf her auf jeden Fall auch verdoppelt und teils Jahre, manche Jahre verdreifacht. Das heißt ja, im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen, die den Namen Pferdemarkt haben, ist es bei Ihnen ein Markt, an dem tatsächlich Pferde gehandelt werden, oder? Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Pferde und Ponys sind auf jeden Fall immer und alle Jahre, solange wir den Pferdemarkt halten, ist er immer umgesetzt worden. Wie geht's denn weiter? Wie schaut es denn aus? Hat der Pferdemarkt Mössbach, hat der Zukunft? Und wenn, wie sieht der aus Ihrer Sicht aus? Also es ist ja so, ich habe das jetzt ja alles meiner jungen Leute übergeben. Und ja, mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass der Pferdemarkt weiter, und sie machen das ja auch weiter, aber sie noch mehr, also ich glaube nicht, dass wir so in dem Niveau, weil man kann nicht noch mehr und noch mehr machen, als es in dem Niveau, wie es jetzt ist. Kann sich auch noch ein wenig steigern, aber ich denke mal, dass es meine jungen Leute weitermachen.